Hallo Rambas, schön, dass ihr wieder am Start seid zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar ein Replay vom AMX CDC, gespielt von Tiger Löwe Leopard und Kartis El Haluf. Er ist mit seinem 8er Top-Tier. Und ich muss sagen, der AMX CDC ist für mich einer der besten Premium-mittlere Panzer im Spiel auf Tier 8. Also ich bin sehr großer Fan von ihm. Ich habe ihn eine Zeit lang sehr, sehr, sehr gern und sehr viel gespielt für meine Verhältnisse. Weil er ist einfach extrem agil. Er hat eine tolle Kanone. Klar, er ist butterweich. Also er ist wirklich, also man kann euch anpusten. Aber das erwarte ich auch nicht von dem mittleren Panzer, dass der viel aushalten muss. Sondern wenn der einfach so schnell snapshotten kann, schön die Flanken wechseln kann und sonstiges, ist es genau das, was den Panzer für mich ausmacht. Zudem hat er auch noch eine tolle Gun Depression. Also er kann den Rüssel toll nach unten biegen, wie man jetzt schon so ein bisschen sieht. Und deswegen ist der für mich so als Gesamtpaket sehr, sehr, sehr toll. Und da ist dann der erste Cromwell. Was haben wir an Durchschlag? 212. Und 259 mit Premium. Und jetzt schauen wir uns doch mal hier schnell den Rüssel an. Da haben wir gesehen, kann ihn echt toll nach unten bewegen. Cromwell hat hier schon den zweiten Tipp abbekommen und er auch aufgrund dessen, dass er vielleicht hier den ein oder anderen Hit bekommen könnte, hat er hier sich dafür entschieden, aggressiv zu spielen. Sehr schön. So, jetzt kommt der Chariot hier rüber. Ah, da hängt, da muss er natürlich aufpassen, genau, dass er nicht von vorne dann auch eine reinbekommt. Und links von ihm ist jetzt auch noch eine Isu. Chariot hier zieht sich jetzt zurück, weil der schon ordentlich Gegnerbeschuss bekommen hat. Da drüben ist jetzt die ganze Meute. Er selber beim T-34-85 nicht durchgekommen, aber da drüben, da zieht sich jetzt die Karawane der Spieler durch. Da muss er aufpassen. Jetzt hat er hier dann doch nochmal getroffen, aber es ist ja jetzt mittlerweile sehr, sehr viel an Gegner. Vielleicht sollte er schauen, dass er hier wegkommt. Und das macht er auch. Hat den Tiger P zwar getroffen, wurde gekettet, muss also schnell reparieren, um hier weiter Land zu gewinnen. Und auch das geht. Natürlich auch hier eine Gegnerart im Spiel. Auch immer noch so ein Thema. Gute Entscheidung von da vorne jetzt ein bisschen wegzufahren. Definitiv. Da jetzt auf den Tiger P. Immer auf den Helm schießen. Genau. Einziger Nachteil, was dieser Panzer hat, dass er kein verbessertes Matchmaking hat. Das heißt, der kommt genauso auch in 10er Gefechte. Wie gesagt, aber durch diese Mobilität kann man das auch auf jeden Fall ausgleichen. Er sieht sie zwar auch eh nicht häufig, das muss man auch dazu sagen. Aber auf Tier 10 ist es eigentlich wurscht, ob ihr jetzt 20 oder 100 Panzerung habt. Sie wird so oder so durchschlagen. Und nun ist jetzt eben doch der Punkt, den ich meinte, wo er gerade war und wie er jetzt einfach mal schnell den Flügel wechseln kann. Das ist super. Und da oben ist jetzt da der Tiger 2. Hat hier leider den Abpraller. Schade, dass der Tiger den T-150 zerstört hat. Der hätte ihn noch gut sicht gemacht. Jetzt muss er seinen Plan verwerfen, den er wahrscheinlich hatte, dass er einfach die Flanke gewechselt hat und ihnen hier in den Rücken fahren wollte, weil der Tiger, der da natürlich sehr kuriosen Spot für sich ausgesucht hat, da jetzt noch steht und ihn sonst aufdeckt. Aber auch hier jetzt kann er den Gegnern in den Rücken fahren. Bis auf die Art ist auch alles gespottet worden, also es kann ihn jetzt eigentlich nichts mehr überraschen von hinten, deswegen kann er das jetzt hier auch so machen. Jetzt ist der Tiger wieder offen, aber den ignoriert er jetzt und das ist auch sinnvoll. Sondern hier jetzt wirklich dem Charioteer oder dem T-34 da eine geben. Wow, toller Schuss. Ohne Auto-Aim. Einfach mal wirklich mit der Maus drüber gehalten, ohne zu snipen. Auch hier wieder das gleiche Thema. Schön macht er das. Und jetzt sieht man einfach, der Gegner ist jetzt hier vollkommen überrumpelt. Jetzt Auto-Aim auf den und jetzt die Hellcat da noch. Aber die Hellcat, die realisiert gar nicht, dass da was neben ihm ist. Das ist für die so fremd. Und jetzt bekommt sie es dann erst so richtig mit und merkt sie, hoppala, da ist ja noch einer. Klar, die leitet hier jetzt auch HE für die Hellcat durch. Auch schöne Spielintelligenz und macht den jetzt weg. Und da ist jetzt noch die Isu.
Iso ist natürlich auch ein super Gegner hier jetzt für ihn, weil wenn er die jetzt einfach umfahren kann, was er jetzt nicht macht, weil er jetzt auf den IS-3 noch weiterhin geht. Der Reload ist schön schnell, aber hier wird er sich wahrscheinlich jetzt auch einen Hit fangen. Oh, die Iso kommt. Jetzt muss er weg, weil da ist er natürlich schnell. Ah, Gott sei Dank, Iso schießt hier in das Wrack. Er selber konnte jetzt hier noch einen anbringen. IS-3 kommt jetzt auch zurück. Jetzt muss er aufpassen. Aber IS-3 ist jetzt wieder beschäftigt durch den UI von seinem Team. Er hat eine tolle... Er passt hier super auf. IS-3 kann natürlich jetzt hier auch nicht Vollgas geben, weil er ist halt auch ein One-Shot. Das weiß er auch. Deswegen dementsprechend ist er hier so vorsichtig. Und UI wird jetzt wahrscheinlich sich dem IS-3 widmen. Beziehungsweise er nimmt jetzt hier... Sehr schön. UI hat die ISO klar gemacht, damit konnte er rausfahren und nimmt er dann seines Zeichens den IS-3 aber im letzten Moment noch mit. Und jetzt kann er den T-34, den wird er wahrscheinlich sogar rammen. Oder nicht? Ah, da hat er ihn ein bisschen verfehlt. Aber da macht das dann doch noch klar. Hat seinen Krieger damit auch geholt. Sehr schön. Und jetzt heißt es ab Richtung Arti. Oh, hat hier, da sieht man mal, die Arti hat ihn nur gesplashed, nicht mal ansatzweise getroffen und trotzdem 299 Schaden dabei gemacht. Also er ist butterweich. Aber genau das, was ihn ausmacht, hat hier der Tigerlöwe Leopard in Perfektion gezeigt. Man kann schnell die Orte wechseln, man hat eine tolle Kanone am Start und hat damit ein fähiges Gerät unter seinem Popo. Und da ist jetzt die M112 Arti, ist schon auf dem M12 ist schon auf dem Weg Richtung, ja, Feierabend. Jetzt kettet er ihn hier nur, beziehungsweise prallt auf jeden Fall ab. So, da ist er wieder, schön zu erreichen. Sehr schön, also auch den ersten Hit getroffen, bevor er eingeaimt hat. Aber jetzt hier mit Auto, ey, macht er den dann doch nochmal klar. Tiger muss er aufpassen, macht aber seinen 7. Kill an dieser Stelle auch noch. So, was macht der Tiger? Er spottet jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen für die Arti. So, oh, sehr schön. Wirklich, der nutzt hier gekonnt auch die Umgebung aus, dass er noch ein bisschen nach oben fährt, dass er eine leichte Schräge bekommt, um ihn dann auch noch ins Heck zu schießen. Und nochmal, jetzt hat er ihn getroffen, aber er lädt schneller nach, also kann noch einen Treffer setzen. Und jetzt muss ich zurückziehen. Sehr schön. Und jetzt wird vom Rheinmetall die Aufgabe beendet. Und er versteckt sich jetzt hier praktisch im Busch vor uns. Aber 5077 Schaden mit 7 Kills ist aller Ehren wert. Und 1653 Basis-XP zeigt, wie gut die Runde war. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Und wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zum Thema Tier 8 mittlere Premium-Panzer, was ist euer Liebling, mal schreiben. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.